Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück zur Resident Evil Village. Und zwar haben wir... Oh Gott, ist das laut. Gerade... wir haben ja diesen Fisch, diesen Schleimfisch hinter uns. Das sehen wir hier noch bei der Windmühle. Und ich hatte mich nach der Aufnahme hier nochmal umgeguckt. Nur hier in dem Bereich. Also ich bin dadurch keine Tür durch. Das machen wir gleich noch. Weil ich nicht verstanden habe, warum. Wir hatten ja eine Kugel gefunden. Was hier nicht funktioniert. Das hier scheint eine andere Kugel zu sein. Das hier geht jeweils nicht. Hier, wo ist sie denn überhaupt? Wir hatten ja diese Sonne-Mond-Kugel gefunden. Ich habe keine Ahnung, wo die gerade ist. Da. Die geht hier ja komischerweise nicht. Das hatten wir ja auch schon beim letzten Mal. Aber was mir mal so einfiel, bis jetzt war ja bei jedem Boss ein Labyrinth. Also eins war ja bei der Demokratie im Schloss, das haben wir ja gemacht. Eins ist hier, ich weiß nicht, wo die Kugel ist. Die muss eigentlich irgendwo hier sein. Oder unten drunter. Die habe ich wahrscheinlich übersehen. Aber es muss auch irgendwo im Puppenhaus eins sein. Allerdings, und ich vermute mal, dafür ist die Sonne-Mond-Kugel, kommen wir da, glaube ich, nicht mehr hin zum Puppenhaus. Aber allerdings würde ich es gerne nochmal probieren. Nicht jetzt, aber ich würde es aber probieren, weil wir da ja auch... komme ich da jetzt auf der Karte rauf? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist der Zeremonieplatz. Hängebrücke. Was ist denn das hier jetzt? Warte mal. Hängebrücke. Armenfriedhof. Ich glaube, das ist das vor der Puppe, ne? Kann das sein? Ja, über hier, da bin ich nicht durchgegangen, aber ich dachte, da müssen wir später noch hin. Das müsste ich eigentlich auch nochmal erkunden. Muss ich glaube, weiter kommen wir nicht mehr. Das Puppenhaus war irgendwo hier hinten, da. Ich glaube, da kommen wir nicht mehr rein. Obwohl da wahrscheinlich vermutlich auch irgendwo der Schlüssel ist zum... dieser Geigenschlüssel fürs Dorf. Ja, es ist Holz und Problem, ne? Dort war das Dimitrescu-Schloss. Da ist übrigens auch noch ein Schatz. Ich glaube, da kommen wir aber auch nicht mehr hin. Ich glaube, ich habe hier so viel übersehen. Um mit der Story weiterzukommen, müssten wir zum Friedhof. Das hat uns der gute Heisenberg ja gesagt. Das müsste hier oben irgendwo sein, weil hier ist der Friedhof. Ich vermute mal, ich weiß es aber nicht genau, irgendwo hier rüber. Da durch, darüber. Weil da war ja die ganze Zeit ein Gang. Tja, aber jetzt möchte ich jetzt erstmal mit euch nicht durch diese Tür hier. Da kommen wir wahrscheinlich wieder zurück, sondern durch diese Tür hier. Und zwar müsste das die da sein. Da kommen wir auch nicht durch. Allerdings weiß ich nicht, was uns so erwartet. Und wir haben kaum Muni. Aber da werden wir jetzt trotzdem mal reingehen, weil wir haben ja inzwischen die Kurbel. Das dürfte die Brunnenkurbel sein. Mit der Kurbel würde es gehen. Die Kurbel habe ich doch gerade benutzt. Haben wir noch irgendwas anderes? Brunnenkurbel? Schatzkarte? Okay, wir kommen hier nicht durch. Oder, na, die Kurbel wahrscheinlich nicht. Ja. Damit müssen wir jetzt auch eigentlich da hinten, wo wir das erste Mal auf Werwölfe getroffen sind. Also, wo wir vom Schloss wieder kamen. War da noch so eine Brücke, die hochgeklappt war über so einen Fluss. Da kamen wir auch nicht lang. Da müssen wir jetzt durchkommen, rein theoretisch. Ich weiß nicht, was uns hier erwartet. Ich hoffe, dass ich mich nicht erstrecke. Auf jeden Fall geht es hier nicht nach Heisenberg. Aber hier wird trotzdem noch irgendwas sein müssen. So, deswegen mal ein bisschen umgucken. Also hier sind garantiert irgendwo Gegner, da bin ich mir so ziemlich sicher. Und vor allen Dingen Krähen. Aber ich will halt wissen, was hier ist. Irgendwas haben wir hier definitiv. Geh erstmal hier lang. Ich hoffe nur, da kommt jetzt nicht wieder irgendwas aus der Ecke gescheißert. Doch, kommt. Okay. Irgendwas ist da. Ach, die Viecher. Okay. Hab ich mich hier schon wieder erschrocken. Das sind ja mehrere. Okay. Und der lebt noch. Okay. Jetzt ist er aber platt, oder? Hoffen wir mal. Tja, der ist definitiv platt. Kriege ich das von hier eingesammelt? Jo, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Diese Viecher auch mal stillhalten würden, ne? Boah, was ist das denn?
Was zum Henker ist denn? Wow, ey. Was zum Henker haben die denn hier gemacht? Wow. Sind das Pferdeteile? Sieht so aus, ne? Und hier ist auch noch irgendwas. Ich höre was knurren. Irgendwas ist hier definitiv. Die Frage ist was. Ja, guck mal da. Okay, warte mal, ich brauche eine andere Waffe. Ich brauche eine andere Waffe. Hallo Jungs. So. Lebst du noch? Okay. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das ist. Das gehört nicht zur Hauptstory, also nicht zum Hauptweg. Aber definitiv ist hier irgendwo was. Ich meine, das hier ist doch garantiert nicht einfach so da. Hier muss also was sein. Die Frage ist natürlich, was? So, die Herrschaften hier drin habe ich erfolgreich rausgejagt. Guck mal, hier ist noch ordentlich Pistolenmuni. Sehr schön. Gleich nachladen. Aber so viel Muni findet man ja nicht einfach so. Also hat das hier auch was zu bedeuten. Zudem hier noch irgendwo ein Viech ist. Ich höre es nämlich noch. Das heißt... Ich muss in die Hütte auch noch rennen. Hier geht es ja auch noch hoch. Hier noch jemand? Sieht so ein bisschen danach aus, ne? Animo? Okay. Hätte ja sein können. Also doch. Sag mal. Ich hab doch eben drauf geschossen. Gut, aber den hätten wir jetzt auch. Das nehmen wir nochmal mit. Ist noch ein bisschen Geld. Sehr schön, sehr schön. Da ist noch was. Scharfschützenmuni, den nehmen wir definitiv auch mit. Okay. Wofür ist das Ganze hier da? Die beiden Häuser habe ich. Da ist noch ein Schatz. Da ist definitiv auch noch irgendwas. Das Ganze ist hier einfach nur für den Schatz da, oder wie? Ich denke mal, der Schatz ist nicht unbewacht. Da dürfte also noch was sein. Da wollen wir kurz Lugi-Lugi machen. Hier ist auch noch was. Irgendwo? So, warte mal. Die Kurbel. Wo führt denn die Kurbel hin? Gerade rüber zum Schatz, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Dann benutzen wir sie mal. Okay, hier ist definitiv noch eine Hütte mit irgendwas drin. Warte mal. Ja, 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 mein Freund. Ich hab dich doch schon längst gehört. Ich hab dich schon längst gehört. Da drin ist auch der Schatz. Sehr schön. Okay, der ist definitiv nicht unbewacht. Alles nachgeladen? Jo. Ah, natürlich. Ich muss da reinkriechen. Gut. Gedacht, ich komme jetzt durch die Tür rein, aber das war wohl nix. Okay, den hätten wir auch erledigt. Aber ich höre noch jemanden. Oder? Nö, offensichtlich nicht. Gut. Den gucken wir mal. Mutter Miranda hat mir einen Berg geschenkt. Hier kann ich ganz viele Experimente mit Kadu machen. Es ist mein geheimes Labor. Heute habe ich 3 Experimente mit dem Kadu gemacht.
Aber sie sind alle geplatzt und haben alles dreckig gemacht. Ich habe das Kadu eingepflanzt und dann habe ich mit einer Nadel Wolfsblut ins Rückgrat gespritzt. Das Versuchsobjekt hat sich stark bewegt und dann meinen Assistenten getötet. Ich konnte es nicht in den Griff kriegen, deshalb habe ich es in einen Käfig getan. Jetzt muss ich es füttern. Okay. Und er hier war wohl der Typ, der hier rumexperimentiert hat. Und die anderen waren wohl seine Versuchsobjekte, oder wie? Aber wo ist denn der Käfig? Wolfsbane. Ist das eine Marke? Sieht's aus, ne? Ihr Inventar ist voll. Schaffen Sie Platz. Was? Moment. Moment. Nee, nicht Inventar schließen. Warte mal. Oh Mann. Wie soll ich denn hier Platz schaffen? Das ist jetzt eine berechtigte Frage. Warte mal, den kann man zum Beispiel noch hier hinzimmern. So. Ich nehme noch einmal den Dietrich weg. Den packe ich erstmal nach unten. Dann packe ich den noch einmal hoch. Nö, einmal so. So. Den dann einmal da unter. So. Damit ich zumindest... Oh Mann, du. Den einmal höher setzen, das bringt mir aber auch nicht viel, ne? Oh Mann, dort ist jetzt doof. Den hier wegnehmen und den darüber bringt mir ja auch nicht viel. Die kriege ich auch nicht höher, die ist zu groß. Aber müsste das nicht so passen jetzt eigentlich? Und den Dietrich konnte ich hier erstmal hinlegen. So müsste das doch passen, oder? So, nehme mit. Immer noch. Wie groß ist die denn? Warte mal, ich hab. Na, ah, hier sehe ich es. Das ist sie. Alles klar. Das ist jetzt natürlich. Boah, Alter. Man hat ein viel zu kleines Inventar. Was aber klappen könnte, sehe ich gerade. Den Eimer. Hier rüber. Hatte ich das nicht eben schon gemacht? Ich meine ja. So, den dann auch mal darüber. Nein, so. Nein. Genau, und jetzt müsste der noch hier hinpassen, oder nicht? Ja, gut, hatte ich vorher nicht gesehen. Sehr schön. Er hat es ja immer noch nicht. Ich hatte sie doch gerade... Wieso speichert er das denn nicht? Also nochmal. Den darüber. So. Den einmal höher. Den einmal hier rüber. Bestätigen? Ja, gut. Ich muss einmal extra bestätigen. So, das ist doch eine Magnum, oder nicht? Ich meine, ob die jetzt wirklich gut ist, weiß ich nicht, aber... Ehrlich gesagt, habe ich auch kaum Muni dafür. Ich lasse es erstmal. Also ich setze es im Moment nicht auf die Schnelltaste. Aber man kann es ja ausprobieren. Das kann definitiv nicht schauen. So, das war der Schatz hier. Ne? Ja. Raus, versteckte Waffe. Ehrlich gesagt will ich hier noch einmal in die Ecke gucken. Bald die Waffe mal in der Hand. Dann kann man sie mal testen. 3 Schuss habe ich ja. Aber ich glaube nicht, dass die wirklich gut ist. Ich glaube, es ist einfach nur ein Sammelgegenstand. Was? Warte mal, warte mal, warte mal. Was ist denn nur passiert? Fifi ist da. Das ist nicht gut. Alles klar, ist Fifi sein Experiment. Soll ich noch Flintenmuni? Ich hatte hier immer noch irgendwo Pistolenmuni gesehen. Wenn ich mich nicht täusche. Lass mich wieder rein. Jetzt rennt Fifi hier auf einmal rum. Alles klar. War Fifi da sein Experiment, was er im Käfig gefüttert hat, wa? Kann man Fifi denn töten? Ich glaube nicht, ne? Ist er tot oder nicht? Sieht's fast so aus.
Ja, Fifi ist tot, alles klar. Kristalline Bestie, sehr schön. Oh, doch, die hat zwar nicht viel Muni, aber die scheint ordentlich Wumms drauf zu haben. Gut. Den holen wir hier wohl, oder? Und ehrlich gesagt würde ich mir das hier gerne nochmal angucken. Hier ist nämlich noch so ein schöner Brunnen, siehst du mal. Gut, dass ich hier nochmal hingelaufen bin. Den haben wir hier. Noch ein bisschen Geld. Und ehrlich gesagt würde ich auch gerne noch einmal in den Brunnen gucken. So, die Brunnenkurbel. Und ich versuche halt auch gerne das, was umliegende alles mitzunehmen. Blendgeschosse, okay. Lass mich raten. Passt ins Inventar. Ich müsste echt mal gucken, ob Duke noch eine größere Tasche hat. Das wird mich eng. So, hier gibt es jetzt aber auch nichts mehr zu holen, ne? Meh, jetzt müsste ich hier wieder zurück. Und dann erstmal ins Dorf zurück. Vielleicht komme ich ja da auch inzwischen hin. Boah, eigentlich müsste Fifi ja jetzt wegholen. Es sei denn, es gibt mehrere Fifis. Boah, das werden wir sehen. So, da ist noch was. Warte mal. Da ist noch was. Das sollten wir natürlich auch mitnehmen, ne? Kugel, Meerjungfrau. Ist das vielleicht die Kugel von dem Labyrinth hier unten? Ich meine, man weiß es nicht, ne? Da ist zumindest noch ein bisschen Geld. Ich meine, man kann es ja ausprobieren. So. Hat sich doch gelohnt, hier nochmal reinzugehen. Ich würde halt auch gerne nochmal da oben reingucken, wo die Puppe war. Ich dachte halt anfangs, das wäre der richtige Weg und bin deswegen... Hier habe ich gerade was aufblitzen sehen. Das war der hier, ne? Oder? Ah, hier ist nichts. Gut. So, das ist doch bestimmt hier die Kugel von hier. Den gucken wir mal. Lalalala. Kugel Meerjungfrau. Tatsächlich. So, wo muss sie denn hin? Wie war denn nochmal drehen nach da oben? So, hier rüber. Denn darauf, wie es aussieht. Genau, einmal drehen. Denn hierauf. Na, komm. Komm. Hier lang. Einmal ein bisschen runter. Denn ein bisschen da lang. Einmal drehen, wenn es geht. Na, komm. Genau, denn hier. Bisschen nach da. Nein! Oh. Oh Mann, das ist aber auch echt nicht einfach hier, du. Komm, da lang, denn hier lang. Genau, dabei habe ich das Ding eben noch nach hinten gedreht und trotzdem. Denn genau hier rauf. Da lang. Ein bisschen noch dort drehen. Genau. Jetzt ein bisschen nach hier. Und so lang ein bisschen, genau. Drehen. Warte mal. Ein bisschen hier rüber. Ich sehe gerade nicht, wo die Kugel ist. Da ist sie. Genau, ein bisschen hier runter und dann ein bisschen noch da, wenn es geht. Einmal drehen das Ganze, genau. Ah, noch da muss sie. Genau. Denn hier runter, wenn es geht, oder? Genau, hier rüber. Denn hier runter. Da lang. Und den hier ins Loch, genau. Ja, ja, komm. Hier runter. Sehr schön. Sehr schön, hellgrüner Schädel. Den hätten wir auch. Den haben wir das hier ja auch gemacht. Perfekt, würde ich sagen. Denn ist wahrscheinlich das Rätsel da oben echt bei der Puppe. Gut, dann müssen wir jetzt erstmal zurück ins Dorf. Wer weiß, was uns da erwartet. Und mir ist mal aufgefallen, immer wenn man einen Boss erledigt hatte, sind neue Viecher im Dorf. Das heißt, das geht hier jetzt weiter. Da bin ich ja damals rüber, genau. Hier sind wir vor Fifi geflüchtet. Normalerweise dürfte Fifi nicht da sein. Es sein, es sind noch mehr Fifis. Man weiß es ja nicht, ne? Oh, das werden wir sehen. Dieser Weg. War das Heisenberg? Das war garantiert Heisenberg. Da lang, ja. Ist hier noch irgendwas, bevor ich jetzt weitergehe? Nee, ne?
Heisenberg zeigt mir also den Weg zu sich, okay? So, hier bin ich ja auch rausgeflüchtet vor Fifi und so. Aber ich glaube, das war hier auch alles blau, ja. Ich würde jetzt aber gerne trotzdem einmal hier reinkommen. Da ist noch ein Hühnchen, noch Geflügel. Und dann will ich mal gucken, ob ich hier irgendwie hier rüber zu dem da hinkomme. Ein bisschen die Augen aufmalen. Ja, ich weiß, dieser Weg. Ich weiß, mein Freund, ich weiß. So, Fifi scheint tatsächlich nicht mehr da zu sein. Gut. Ich will an das Hühnchen hier. Komme ich hier rein? War eine gute Frage, wie man da hinkommt, ne? Vielleicht durchs Haus? Ich weiß es nicht. Ich mach vorsichtshalber mal die Tür dicht. Man weiß es ja nie. So. Im Haus selber ist nichts mehr, ne? Nein. Hier wurde ich auch damals von den Wölfen angegriffen. Hier hatte ich, glaube ich, auch alles mitgenommen. Ja, sonst wäre es nicht blau. Will hier ordentlich nur hinten wieder raus. Also einmal die Leiter runter. Oder auch runterfallen. Geht auch. So, dann muss ich hier ja irgendwie zum Huhn kommen, ne? Einmal bügen. So. Da ist das gute Huhn. Oder zwei Hühner sogar. Sehr schön. Denn, da brauche ich jetzt wahrscheinlich wieder die Kurbel, nicht die Brunnenkurbel, die normale Kurbel. Also, das sind Sachen, die konnten wir vorher gar nicht einsammeln. So. Vor allem, hier ist laut, die Kurbel, Mann. Da lockt man doch alles an, was hier rumkriecht. Warte mal, dafür verschwende ich jetzt aber nicht die gute Magnum-Muni. Lauf doch nicht weg, du dämliches Huhn. Lass dich doch mal anvisieren. So. Ja, ich hab's nicht so mit Zielen. Gebe ich aber auch offen zu. Da blinkt's noch. Okay. Ah, okay. Warte mal. Haben wir gleich. Oh, das Geblink hier habe ich gesehen. Wahrscheinlich bücken, ne? Ew, Gelbquarz. Gut. Gut, Huhn durchgestrichen, Huhn durchgestrichen. Was ist denn das für eine Leiter hier? Würde ich ehrlich gesagt auch gerne mal kurz gucken, was da oben ist. Die ist ja nicht umsonst hier. Was ist das für ein Weg hier oben? Der muss ja auch für irgendwas gut sein. Ah, warte mal. Oder war das hier gedacht? Nee. Ich dachte gerade vielleicht gedacht, um einen Pfiffi vorbei zu schleichen, aber das glaube ich nicht, weil damals hatte man noch gar nicht die Möglichkeit, hier raufzukommen. Ah, hierfür. Sieh mal da an. Guck mal. Du bist doch wohl tot, hoffentlich. Taubenblutrubin. Okay, warte mal. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Taubenblutrubin. Ist wahrscheinlich einfach nur ein Schatz, ne? Sieht so aus. Schätze, ja, das ist zum Verkaufen. Das ist zum Verkaufen. Das ist ebenfalls. Halskette mit zwei Fassungen. Wertvoll kombinierbar. Okay. Kann ich das vielleicht mit der Kette kombinieren? Tatsächlich. Sieh mal an. Cute. Aber ich glaube, die Kette ist immer noch nicht fertig, ne? Nein, da fehlt noch ein Teil. Mit leerer Fassung. Der Gelbquarz. Ne, der ist es nicht. Gut. Der ist es definitiv nicht. Den hätten wir hier auch alles. Wie gesagt, dann versuche ich jetzt mal da hinzukommen. Ich will einmal kurz wieder auf die ausrüsten. Ich bin mir nicht sicher, ob Fifi hier noch rumrennt. Oder ob wir Fifi jetzt wirklich getötet haben. Vielleicht war es ja auch nur Fifis Bruder oder sowas. Man weiß es. Ja, ich weiß da lang, Heisenberg. Ich weiß. Aber nur wart doch mal ab. Ich muss erstmal mal deine Freunde hier ausplündern. So, aber hier kommt man auch nicht durch, ne?
Naja, ich hatte gehofft, dass ich hier durchkomme. Aber auch nicht, wie es aussieht. Meh. Gut, denen wird das auch nichts. Den einmal, ja, Heisenberg, mein Freund. Ja, ich weiß. Da ist das Haus. Okay, ich komme so hin. Da müsste ich mich jetzt rein theoretisch reinkommen. Den Schlüssel habe ich ja schon sehr, sehr lange. Kam bloß nie zum Haus hin. So, den gucken wir doch jetzt mal rein. Hier, hier liegt schon wieder eine Waffe. Mann, wo soll ich das denn noch alles hinstecken? Explosivgeschosse, gut. Was haben wir hier denn überhaupt für eine Waffe? GM79, okay. Das war schon wieder eine Schrotze. Ja, Inventar ist voll, das war zu erwarten. Alter, ist das denn groß? Ja, warte mal. Ich glaube, ich werde wohl wirklich erstmal bei Duke gucken müssen. Ja, ich hol die Waffe gleich noch. Da kann ich ja dann gleich auch mal gucken. Das habt ihr mir ja zum Glück geschrieben, wo das ist. Ich muss sowieso hier hoch. Dann kann ich auch mal kurz bei Duke gucken, ob er eine größere Tasche hat. Ich komme ja schnell wieder hier runter. Ja, ja, er sagt hier lang. Da will ich jetzt aber auch nicht hin. Ich will erstmal nach Duke. Jo, anscheinend habe ich wirklich viel, viel erledigt. Gut. Erstmal will ich den Flakon hier reinstecken. Wir räumen ja wieder ein. So, wo ist er denn? Flakon, die Orme. Rinn damit. Und dann fehlt ja nur noch einer, der von Heisenberg selber. Und den werden wir uns definitiv auch holen. Und du, mein Freund? Na? Ah, entschuldige. Ich habe gerade aufgestockt. Ja, ja, da gucken wir gleich, mein Freund. Erstmal Gelbquarz. Hier die kristalline Bestie können wir ebenfalls verkaufen. Genau wie den kristallinen Dingsbums da. Holzkette noch nicht, den Körper nicht. Den Hellgrundschädel können wir auf jeden Fall verkaufen. Geflügel nicht, Wild nicht. Okay, das wäre es denn erstmal. Sind immerhin schon mal 90.000. Das gehörte Moro? Die Schönheit des Grotesken wäre wohl ein guter Titel dafür. Ah ja. So, dann gucken wir mal kurz bei ihm, ob er eine größere Tasche hat oder sowas. Sieht nicht danach aus. Mäh. Ihr sagtet ja, diese Sachen und so, da werde ich gleich kaufen. Ich will nur einmal kurz zu hungern gucken. Heißt zu leben. Das hier könnte ich rein theoretisch nicht komplett liefern. Okay. Kräuterfisch kann ich auch nicht komplett liefern. Ah, hier genauso wenig, weil mir Fisch fehlt. Das kann ich nicht komplett liefern. Ich kann gar nichts komplett liefern, ne? Nein. Aber ich kann zumindest schon mal das abliefern, was ich habe. Wild, damit ich das aus dem Inventar rauskriege. Gut, nehmen wir das. Dann liefern wir Eimer. Geht nicht? Ich habe doch drei im Besitz. Also drei. Bestätigen. Ah, danke. Hier, die liefern wir auch. Dann habe ich das zumindest schon mal aus dem Inventar raus. Aber ich war auch der Meinung, ich hatte schon mal was geliefert, aber... Steht überall null. Außer bei dem jetzt hier. Nee, hier war das, okay. Aber da fehlt noch der Fisch, ne? Ja. Gut, dann habe ich das zumindest schon mal aus dem Inventar. Ich bin gespannt auf die nächsten Zutaten. Ja, 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 Junge, Junge, ist ja gut. Habe ich denn immer noch einstecken? Erlesenes Wild. Das würde ich aber auch gerne loswerden. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken, wo ich das Erlesene will. Ja, ja, ist ja gut, Junge. Und kurz gucken, wo das Erlesene Wild rein muss. Geflügel, Fisch, Geflügel. Alles Wild, Wild, Wild. Saftiges Geflügel. Erlesenes Wild, hier. Das kann man doch auch schon mal liefern. So. Weiter so. Den hob ich das Ganze zumindest schon mal raus. Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Ich bin gespannt. So, denn müsste ich das Neue doch hier reinkriegen, oder? Den konnte ich hier auch einmal kurz. Ein Biesle.
aufräumen. Ne? Ne? So. Denn kommt der auch hier mit hin? Der kommt denn hier nochmal hin? Den poke ich denn erstmal hoch, dass die Pistolenmuni, ne? Das nimmt ja aber auch alles euren Platz weg. Den kommt die nämlich hier hin. So, ist zwar jetzt nicht perfekt, aber zumindest habe ich jetzt keine freien Lücken mehr und ich müsste die Waffe hier ordentlich reinkriegen. Hoffe ich zumindest. Auf die nächsten Zutaten. Gut, ich will mich erst die Waffe holen, bevor ich da jetzt irgendwas verbessere, weil ich wissen will, was das für eine ist. Dennoch einmal zurück. So, das war hier vorne, ne? Die Hütte hier, ne? Genau. Den einmal hin. Danke, danke. Den gucken wir mal. Danke. Jo, sie passt auch. So, was lädt die jetzt? Ach, das ist die für die Explosivgeschosse. Sieh mal eine an. Was habe ich denn jetzt geladen, wenn ich nur fragen darf? Ah, da steht's für F. Ah. Achso, wechsel mal die durch, wa? Zielen, F drücken, alles klar. Sehr schön, gut. Ja, die Post jetzt definitiv. Ich weiß nicht, ob das ist, glaube ich, das Explosiv, was er jetzt geladen hat. Das andere, das oben ist, glaube ich, das Blend. Halt. Den würde ich jetzt gerne... Ah, das Scharfschutzgewehr brauche ich ja relativ selten. Ich würde das gerne erstmal auf der 4 haben. So. Keine Ahnung, ob die Dinger jetzt wirklich gut sind, aber... So sehen wir jetzt auch. Aber das Haus ist immer noch rot. Ist da vielleicht noch irgendwas, was ich hier übersehen habe oder so? Ja, tatsächlich, hier liegt noch ein Dietrich. Und schon wühlt sich der Platz hier wieder dicht. Na, okay, Dietrich hatte ich noch, Gott sei Dank. Jetzt ist blau, ne? Jetzt ist blau. Vielleicht komme ich ja von hier durch die Tür. Ach, jetzt ist die Tür auf, oder was? Die ganze Zeit war sie zu, jetzt ist sie auf. Wer will mich doch ärgern? Hier noch einmal ins Haus. Gut. Weil, da habt ihr mir ja jetzt geschrieben... Unterm Bett, einmal ducken. Das habe ich ja die ganze Zeit gesucht wie ein Irrer. Bett? 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 Da unterm Bett? Oh, einmal ducken bitte. Tatsächlich. Das war einfach nur Geld. Jetzt ist blau. Den fehlt mir jetzt wirklich hier nur noch. Das Haus. Und da fehlt der Schlüssel. Wo ich mal vermute, sonst habe ich ja echt ein Dorf Ollis, ja, die Brunnen und so habe ich ja auch. Dort ist eben Puppenhaus. Oder zumindest in der Nähe des Puppenhauses. Aber wie gesagt, hier müssen wir sowieso nochmal hin. Na? Das ist hier oben. Weil ich hier die kompletten oberen Teil vergessen habe, wo garantiert das Rätsel ist, was ich gerne mitnehmen würde. Und dann mit dem Shorts, da fehlt mir halt auch noch was. Vielleicht finden wir das ja sogar hier oben. Ich möchte das hier nicht gerne, weil ich habe so ein Gefühl, dass Heusenberg wirklich der Abschluss ist. Dass wir danach nicht mehr ins Dorf zurückkommen. Das möchte ich alles mitnehmen. So, dann gehe ich jetzt nochmal nach Duke. Dann besuchen wir danach noch einmal das Puppenhaus. Also zumindest da die Umgebung des Puppenhauses. Ich glaube, ins Haus selber kommen wir gar nicht mehr rein. Aber die Umgebung zumindest. Cool, das Schloss sieht man ja auch noch. Aber da kommen wir, glaube ich, auch nicht mehr hin. Und den können wir uns endlich um Heusenberg kümmern. So, bei ihm will ich jetzt noch einmal... Willkommen. ...den Waffenverbesserung gucken. Und zwar... Ich meine, die Lemi benutze ich dazu so nett mehr, Mensch. Obwohl ich hier jetzt gut verbessern kann, ne? Was sind normale Schrotze? Sehe ich denn irgendwo, was ich gerade ausgerüstet habe? Nee, ne? Glaube, ich nutze die Pistole die meiste Zeit, ne? Jo. Gut, die kommen zumindest die Feuerkraft nochmal erhöhen. Das würde ich auch gerne, ehrlich gesagt. Mit Vergnügen. Die Feuerraute, ehrlich gesagt, auch gerne. Genauso wie die noch lauter Geschwindigkeit. Ups. Aha. Und natürlich auch Magazingröße. So. Und das ist halt meine meistbenutzte Waffe. So, das ist die gute Wolfsbane. Die lasse ich erstmal so. Da habe ich nicht genug Muni für.
Und die Schrotze, ist das die, die ich nutze? Ja, ne? Dort ist die, ja, W870 Torque. Da würde ich da auch gerne die Überlass mir. So, mehr mache ich jetzt aber erstmal nicht, weil mir geht das Geld langsam aus. Essen ist. Ich würde gerne hier solche Sachen. Gerne. Noch etwas? Damit ich das Bedarf selber herstellen kann. Aha. So. Den würde ich gerne noch ein bisschen Pistolenmuni mitnehmen, weil er gerade wieder was hat. So. Dann nehmen wir ein bisschen Flintenmuni mit. Scharfschutzmuni oder was ist das? Ja, nee, die jetzt nicht unbedingt. Und das sind ja gut. Und das konnte ich mir jetzt nicht mehr leisten. Aber ansonsten habe ich ja fast alles von ihm. Alles klar. Gut, dann ist vielleicht sogar noch eine Verbesserung drin. Mal gucken. Wie zum Beispiel die Nachladegeschwindigkeit. So eine einfache Modifikation ist sofort erledigt. Sehr schön, sehr schön. Dann habe ich die Waffen mir schon mal sehr gut verbessert. Hals- und Beinbruch. Ah, guck mal, 19 Kugeln schon drin jetzt. Sehr schön. Hier. Gut. Aber die müsste jetzt zumindest mehr Wumms haben. Aber der. Das muss ich ausprobieren. Ehrlich gesagt habe ich die noch nie benutzt. So ein Granatwerfer. Gut, den werde ich jetzt hier abspeichern. Vorhin sind wir erstmal am Ende. Haben doch hier aus dem Dorf so ziemlich alles geholt. Wir werden, wie gesagt, hier noch einmal hier oben gucken. Beim nächsten Mal. Dorf war hier irgendwo drin. Es ist der Weg nicht mehr da. Irgendwo ging es jedenfalls drin. Doch, da. Hier. Da noch einmal gucken, weil das haben wir übersehen. Und dann müssen wir auch schon nach Heisenberg. Ich versuche bloß halt alles an Muni und Waffen mitzunehmen, weil ich habe das Gefühl, bei ihm brauchen wir wirklich alles. Gut. Dann spreche ich. Ich verabschiede mich von euch. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Morgen sehen wir uns dann wieder. Bye, bye.